Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Es ist wieder Zeit für ein neues Video. Um was geht's heute? Heute geht's darum, ich habe mir einen neuen Stromerzeuger gekauft. Die Marke spielt jetzt absolut keine Rolle, weil das ist jetzt so im Prinzip universell passend für jeden. Ich habe hier jetzt einen Inverter gekauft von Scheppach, aber da steht halt Scheppach drauf. Das wird von irgendeinem Chinamann produziert. Gibt's dann von Güde oder von was weiß ich was für Herstellern, nicht allen auch, die ziemlich gleich aussehen, sind halt nur anders eingefärbt und ein anderer Name drauf. Aber es geht jetzt halt wirklich einmal universell um Stromerzeuger und was man tun muss, wenn man den das allererste Mal in Betrieb nimmt. Da muss man ein paar Sachen beachten. Die wichtigste Sache, deswegen ist ja auch so ein riesengroßer gelber Warnaufkleber auf dem Tankdeckel, damit man es ja nicht vergisst, diese Geräte werden komplett ohne Betriebsflüssigkeiten geliefert. Das bedeutet weder Sprit noch Öl. Warum ist es so? Man darf einfach keine Geräte, wo mit Öl schon vorbefüllt sind, die im Karton sind, die gekippt werden können, wo die Suppe rauslaufen könnte oder ähnliches, um Umweltschäden vorzubeugen, muss man die Dinger trocken liefern. Die haben dann quasi nur so ein paar Tropfen Öl drin vom Zusammenbauen, aber tatsächlich die Betriebsflüssigkeit muss man reinfüllen. Das ist mal das Wichtigste von allem. Und das werden wir jetzt zusammen mal machen. Ich mache den mal eben hier schnell auf. Die ganzen Generatoren, es gibt die mit dieser Schalleinhausung und die gibt es dann auch offen. Den muss man jetzt öffnen. Es gibt andere, die sind jetzt einfach ohne diese Deckel, da kann man direkt dran greifen. Ich schraube den mal eben auf und dann zeige ich euch, von was ich hier spreche. So, bei diesem Modell sind es unten tatsächlich nur zwei Schrauben zum Öffnen. Die dreht ihr so weit auf, bis es nicht mehr weitergeht. Die fallen auch nicht raus, die haben da irgendwie so einen Sicherungskragen drin. So, unten sind so Haken, da kann man reingreifen. Dann kann man den Kollegen komplett aufmachen und dann haben wir schon die komplette Technik hier. Alles sehr, sehr klein, sehr, sehr kompakt gehalten. Wir haben hier oben den Vergaser. Wir haben hier unten den Öleinfüllstutzen. Das ist hier dann eben, muss ich gerade mal schnell gucken, der Luftfilter. Wenn ihr das Ding dann im Betrieb habt, lohnt es sich von Zeit zu Zeit den Luftfilter zu öffnen. Das ist tatsächlich nur dieser Schwamm. Den könnt ihr sogar nass ausspülen. Das geht. Und dann eben, wenn er trocken ist, hier wieder einbauen. Und dann ist das alles schicki und das Ding einfach wieder zudrehen. Wie gesagt, alles sehr kompakt gehalten mit solchen Dämmmatten hier drin, damit man den so leise wie möglich kriegt. Das ist der Spritfilter, den kann man von Zeit zu Zeit auch mal, wenn man viel mit dem Ding gearbeitet hat, kann man den mal ersetzen. Die gibt es bei Amazon, wenn ihr da eingibt, Benzinfilter, eine ganz einfache Geschichte. Teilweise laufen die Dinger auch mit E10, bei dem weiß ich es nicht, ich habe noch nicht nachgeguckt, würde ich aber tatsächlich beim Generator nicht machen. So, hier unten Öleinfüllstutzen. Da könnt ihr das ausdrehen und hier habt ihr auch einen Peilstab, auf dem seht ihr Minimum und Maximum. Ihr macht das Ding einfach bis zum Maximum voll. Ganz einfacher Trick auch noch, ihr seht ja hier das Ende vom Gewinde. Ich würde das Ding tatsächlich einfach voll machen bis Gewindeanschlag. Bei diesen Motoren ist es eigentlich nicht möglich, zu viel Öl einzufüllen, weil der sich ja durch die Füllstandshöhe selber begrenzt. Also wenn ihr unten das Öl am letzten Gewindegang seht, dann seid ihr eigentlich safe, dann braucht ihr eigentlich auch gar nicht großartig gucken. Das ist tatsächlich nur, wenn ihr das Ding mal unterwegs gucken wollt, ob noch genug Öl drin ist, dann habt ihr diesen Peilstab als Kontrolle. Das geht auch. So, im Lieferumfang ist ein Trichter dabei, weil man hier natürlich super rankommt. Und das Teil hat eine Ölfüllmenge, das stand auch auf dem Karton, von 0,35 Litern. Dann kann man das hier schön reinhalten und das Öl eben reinkippen. Das machen wir jetzt auch gleich mal. So, dieser Generator, in der Bedienungsanleitung stehen auch die technischen Daten, was für Öl das Ding kriegt. Der kriegt entweder 10W30 oder 15W40. In meinem Fall kippe ich jetzt 15W40 rein. Das hat den technischen Hintergrund. Ich hatte es gerade dastehen und musste kein neues holen. Also, dann ist es schon so. Die Ölsorten können variieren, wenn man das Ding eher auch in kälteren Gefilden betreibt. Aber nagelt mich jetzt bitte nicht drauf. Ich glaube, das 10W30 nimmt man, wenn man das Ding mehr in kälteren Gefilden betreibt. Aber ich müsste selber noch mal nachgucken, ich möchte euch da jetzt keine Räuberpistole erzählen. Jetzt kippen wir die Brühe mal rein, einmal aufmachen, schnickel die Schnuck. Wie gesagt, wenn ihr das erledigt habt, dann habt ihr eigentlich schon den halben Krieg gewonnen. Da müsst ihr ein bisschen langsam tun, sonst habt ihr danach eine Riesensauerei. Vielleicht ein paar Mal nachkippen. Nicht, wenn man hier voll macht und da unten dann auch schon voll ist.
dass man da ein leichtes Problem kriegt. Das wäre schlecht. So. Gehen wir dem noch ein drittes Mal. Und jetzt muss ich schon aufpassen, ich habe hier auf dem Ölkanister habe ich hier eine Anzeige. Ich bin jetzt bei 720 angelangt. Da werden so 670 reinkommen. Das sollte eigentlich das Maximum rein. So, und das passt wohl ziemlich genau. Wartet immer mit dem Rausziehen von dem Ölfilter ein bisschen, weil das macht sonst gerne Schweinerei. Und wenn man clever ist, also nicht so wie ich, sondern richtig clever, dann legt man sich einen Lappen vorher schon zurecht. Aber der einzige Lappen, der hier gerade da ist, sitzt vor dem Generator. Moment, dann nehme ich doch gleich mal was. Und halt das mal drunter, wenn ich hier den Schlauch rausziehe, dann läuft mir nämlich die Suppe nicht ins Gehäuse von dem Generator rein. So, schnibbel die Schnuff. Und jetzt sehen wir hier, dass ich eigentlich schon fast am Ende des Gewindes angekommen bin. Im Ölpeilstab übrigens nicht reindrehen, nur reinhalten. Und dann seht ihr den Ölstand. Und der ist jetzt dann hier tatsächlich auf Maximum, wenn man den bündig reinhält. So, schnibbel die Schnuff. Jetzt machen wir das Ding zu, wenn ich es mit meinen Wurstfingern schaffen sollte. Na, genau, schön gerade ansetzen, nicht mit Gewalt. Nie mit Gewalt. Mit Gewalt ist immer schlecht, egal bei was. So, jetzt seht ihr, jetzt tropft hier auch noch der kleine Trichter schön ab auf meinem Tuch. Ich mache das jetzt mal nebenher noch zu, weil ich bin so ein ganz Geschickter. Ich bin der Erste, der den Mist hier auf den Boden auskippt. Und dann wäre ich ziemlich stinkig mit mir selber. Dann kommt als Nächstes, ganz einfache Geschichte, der Deckel wieder drauf. Hängt man zuerst oben ein, schnibbel die Schnuff, zack, 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 die zwei Schrauben wieder reindrehen. Und wie gesagt, wenn man dann ab und an nach dem Generatoröl gucken will, Deckel einfach wieder auf, Peilstab ziehen, nachschauen, Luftfilter reinigen, die Standardgeschichten eben. Wenn ihr irgendwo in staubigen Gebieten seid, setzt sich da gerne mal Staub rein. So, jetzt brauchen wir als Nächstes natürlich noch Sprit, den holen wir mal kurz. So, Sprit ist geholt. Lasst euch bitte nicht von diesem staubigen Kanister irritieren. Der stand jetzt nur draußen gestern, als ich im Garten gearbeitet habe. Deswegen ist er so dreckig. Bitte, jetzt ein ganz wichtiger Tipp. Benutzt keinen alten Sprit. Also nicht irgendeine Brühe, die ihr jetzt irgendwie in der Garage gefunden habt, die da schon seit 12 Jahren rumliegt. Geht und holt frischen Sprit. Der Generator wird es euch danken und ihr werdet weniger Schwierigkeiten haben, weil die meisten Leute wissen das nicht. Sprit kann schlecht werden. Dann versuppt da drin alles, dann läuft das Ding nicht. Dann könnt ihr den Filter tauschen, gegebenenfalls sogar den Vergaser reinigen. Alles Blödsinn. Frischer Sprit, das ist ganz neuer. Den habe ich erst von der Tanke geholt. So. Den Zettel braucht ihr dann nicht mehr an dem Ding. Den könnt ihr dann getrost wegschmeißen. So. Gucken wir mal, ob ich klecker und wie viel ich klecker. In dem Anschluss oder in dem Tankstutzen ist auch ein kleiner Filter drin, der euch davor bewahrt, versehentlich da Dreck mit reinzukippen. Also auch eine gute Sache. Das ist bei den ganzen Generatoren und motorbetriebenen Geräten eigentlich Standard. So. Ich mache den jetzt nicht ganz voll. In dem Kanister sind es, war jetzt glaube ich noch 1 Liter oder so. Und zum das Video machen reicht uns auch 1 Liter locker. Ich muss ja sowieso Sprit holen, dann kann ich den Kanister auch gleich komplett leer machen. So. Dann, dass das außen daneben gegangen ist, das verflüchtigt sich auch, machen wir die ganze Geschichte zu. Ne, ich zeige euch noch was auf dem Deckel. Der Deckel hat noch eine Eigenheit und zwar, da steht off und on. Das ist jetzt keine elektrische Funktion, das ist einfach die Tankbelüftung. Wenn ihr auf on macht, kann der Luft ziehen, sprich, wenn der Motor den Sprit zieht, entsteht hier ja drin ein Unterdruck. Das ist, wenn ihr eine Flasche in den Mund nehmt und versucht zu trinken und keine Luft nachströmt, dann zieht es die irgendwann zusammen. Und das gleiche würde dann hier passieren, weil das in den Vergaser kommt, oder weil es dann nicht in den Vergaser kommen würde, wenn hier ein Unterdruck entsteht. Wenn ihr das Ding transportiert, einfach
Off-Off, dann ist der nämlich zu. Falls der mal umkippen sollte, der Generator, dann läuft euch da nämlich kein Sprit raus. Also, drehen wir den Kollegen zu, Schniggeli-Schnuff, stellen das Ding auf On, gucken uns hier das noch an, hier vorne. Muss ich gerade nochmal schauen, ob man das alles sieht. Ja, sieht man. Das schmutzige Teil stelle ich jetzt mal runter. Beim allerersten Mal starten wird der nicht gleich angehen beim Anziehen, sondern man muss ja erstmal zwei, dreimal starten, damit der Sprit vom Tank bis in den Vergaser gezogen wird. Das erste Mal, oder auch wenn der Generator kalt ist, wir haben hier aus, an und choke, das ist der Kaltstart. So hieß es mal früher, jetzt heißt es choke. Und dann sollte der ganzen Geschichte eigentlich schon Genüge getan sein. Hier haben wir auf der Seite einen Handhebel zum Anreißen. Den Handhebel, guckt mal bitte immer, wie lang das Seil ist. Nicht bis zum Anschlag ziehen, sondern einfach nur so eine gesunde Bewegung beim Anreißen machen, weil jedes Mal, wenn ihr das Ding bis an Anschlag knallt, kann es sein, dass euch innen drin der Seilzugstarter kaputt geht. Also, und was ich jetzt mache, ich mache das Ding jetzt das erste Mal an in einen geschlossenen Raum. Generatoren betreibt man nur draußen. Das mache ich jetzt tatsächlich nur fürs Video, dass er eben mal kurz anspringt. Mehr nicht, hier wird es nachher stinken wie Hulle, ich mache das Fenster auf. Macht das bitte nicht, muss ich auch dazu sagen. Ich weiß, normalerweise sagen alle Leute, ach, ich mache doch nicht einen Generator in der Wohnung an oder sonst irgendwas. Unterschätzt nie die Dummheit der Menschen. Macht das bitte nie in geschlossenen Räumen. So, er ist an. Dann ziehen wir ein, zweimal an. Und er läuft. Jetzt gehen wir auf Run. Das ist Betriebsmodus. Und wenn wir ihn wieder ausmachen wollen, geht der einfach aus. So, so zieht man einen Generator an. Ihr habt gesehen, 7, 8, 9 mal ziehen hat man müssen. Ich habe jetzt gerade auf diese Economy On-Off-Taste gedrückt. Das ist nicht der Ein- und Ausschalter. Das ist ja für einen Sparbetrieb. Ne? Kann man an- und ausmachen. Ich habe jetzt gerade nur mal ganz kurz überlegt, ob das mit Ein- und Aus was zu tun hat. Steht aber auch in der Anleitung beschrieben. Hier geht es nicht um die Funktion des Generators, sondern wie man ihn das erste Mal anreißt. Funktioniert. Ihr Lieben, ich hoffe, das Video bringt euch was. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, fragt mich gerne. Ich verlinke das Ding unten mal in der Videobeschreibung. Aber das ist ein Standardgenerator, ob ich jetzt den nehme oder den blauen Scheppach oder was weiß ich. Das ist halt diese Black Edition. Der kann halt nichts außer schwarz. Also die gute Funktion bei dem ist, wenn ihr den im Dunkeln auf den Campingplatz stellt, sieht den keiner, wenn er drüber fällt. So. Oder sieht ihn auch keiner, wenn jemand klaut. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video. Und wenn ihr Bock habt, lasst mir ein Abo da.